Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philosophie auf der Fähre. Es gilt ja gemeinhin als gegeben, dass das Internet, das böse Internet, schuld ist am Niedergang der Printmedien, also am Schwund der Auflagenzahlen von Zeitungen. Es gibt jetzt eine Studie, über die habe ich gelesen, die im Prinzip hier sagt, dass es da eigentlich keinen Zusammenhang gibt. Was wurde in der Studie gemacht? Also der Forscher hat im Prinzip einfach die Auflagenzahlen seit 1983 verfolgt. Also im Prinzip die Entwicklung der Printauflagenzahlen seit 1983. Und er hat dann das Jahr 1996 als das Jahr identifiziert, ab dem das Internet begonnen hat, auf Mediennutzungsverhalten und auf eben andere Medien Einfluss zu nehmen. Das heißt also, ab 1996 ist laut seiner Feststellung, dass Internet im Prinzip langsam, aber sicher zur Konkurrenz für andere Medien geworden. So, und die Auflagenkurve, die ging im Prinzip seit 1983 immer Stück für Stück bergab. Und dieser Trend hat sich auch nach 1996 eigentlich unverändert fortgesetzt. Das heißt also, der Auflagenschwund wurde nicht stärker, die Kurve ging also nicht steiler nach unten, sondern das Ganze bewegt sich eigentlich linear. Und deshalb hat der Forscher im Prinzip gesagt, also rein statistisch kann er eigentlich keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Wachsen des Internets als Medium und dem Rückgang der Printauflagen feststellen. Mehr macht er aber auch nicht, also er liefert keine Ursachen, Begründungen und Analysen von Wirkzusammenhängen, das kann die Statistik in dem Fall eigentlich auch gar nicht leisten. Und er sagt lediglich, ich sehe statistisch keinen direkten Zusammenhang zwischen Internetentwicklung und Printauflagenentwicklung. Also, ich werde euch die Studie in der Videobeschreibung unten mal hinterlegen und auch die Berichterstattung über diese Studie. Und dann können wir mal darüber reden. Was denkt ihr? Wie sind eure Erfahrungen? Ist das Internet eben doch an der Entwicklung, an der negativen Entwicklung der Auflagenzahlen schuld oder eben nicht? Es gibt ja die ganz pessimistischen, die also sagen, in 5, maximal 10 Jahren wird es überhaupt gar keine Tageszeitungen mehr geben. Das ist meiner Meinung nach Bullshit. Natürlich wird es weiterhin Printmedien geben. Es werden vielleicht nur die Zeitungen oder die Verlage verschwinden, die es eben versäumen, sich auf das geänderte Mediennutzungsverhalten einzustellen, die eben zum Beispiel keine vernünftigen Online-Angebote bieten, sondern sagen, wir machen weiterhin ausschließlich Print. Das heißt also, wer ein Verlag, der weiterhin Zeitung so betreibt wie vor 20 Jahren, der wird sicherlich deutlich eher massive Probleme haben, als eben ein Verlag, der sagt, wir machen einen vernünftigen Medienmix aus Print und Online und so weiter. Also wie gesagt, lasst uns darüber diskutieren, packt eure Meinung, packt eure Erfahrungen in die Kommentare unter der Videobeschreibung. Ich bin gleich drüben und deshalb wünsche ich euch einen schönen Tag und schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao, ciao.